Es geht weiter. Warte mal, haben Sie mich woanders hingeschickt? Nein. Ah, diesen Punkt wollen Sie genau haben. Commander? Ja, hier ist ein guter Ort, um Cassandra zu kontaktieren. Positiv. Also, dann mach deine Schaltkreise mal wieder auf und ruf sie an. Genauere Spezifikation benötigt. Stelle eine Verbindung her mit der Kontrolleinheit 0. Frage: Widerrufen deines Befehls der Abschottung meiner Steuereinheit? Ja, entferne deine Sicherheitsbolzen. Ich will mit Cassandra sprechen. Starte Prozess. Bitte warten. Bitte warten. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. Gut. Cassandra? Kannst du mich hören? Ich höre dich, zweite humanoide Anomalie dieses Planeten. Wo ist deine Urform? Ah, du hast Dawkins also noch nicht gefunden. Tja, der Kerl ist schwer zu fassen, wenn er nicht gefunden werden will. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Pass mal auf, ich hätte da einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn du uns in deinem Hauptformer empfangen würdest? Ein Empfangen impliziert die freiwillige Gefangennahme der zweiten humanoiden Anomalie dieses Planeten. Ja, richtig. Ich würde mich direkt in die Höhle des Löwen begeben. Wie es aussieht, komme ich nicht drum herum, deinem Hauptformer einen Besuch abzustatten. Analysiere. Schon klar, dass dich das irritiert. Dann werde ich mal versuchen, es dir zu erklären. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Verdammt. Ich sollte mich beeilen. Sensoren orten feindliche Einheiten. Na schön. Dann kümmern wir uns erst einmal um ihre Schergen. Oh, Lizard. Nein, nein, Lizard. Jetzt da. Noch einen Blizzard in uns drinnen. Mist. Er war komplett für nichts. Dann fighten wir uns halt da durch. Nummer 3. Okay. Tod Nummer 3. Ja, das schaut. Die Infektion hatte sie schon fast wieder. Wirklich. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Man kommt alles angekrochen, was gibt. Commander, nein! Da lebt noch eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Mhm. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Da ist er. Er schaut uns zu, Roni. Was für ein Perversling. Danke, das war... Stan... Ach, du Scheiße. Der lebt ja noch. Verdammter Roni. Ah. Nach Hause, Kurator. Du wirkst betrunken. Warte mal, ist er wirklich weg? Nee. Ah, wir können doch reden, oder? Was für ein schöner Sonnenuntergang hier. Unglaublich. Ah. Grody! Nett! Der war freundlich. Verdammt.
Mist. Ich kann nicht mal chillen mit meinem Kurator, Bro. Du ruinierst das. Er ist eifersüchtig geworden, eindeutig. Ah, eindeutig eifersüchtig geworden. Eieieiei. Wir haben doch nur ein bisschen gechillt, Crony, okay? Ah, Mist. Was sagt die Mission? Ich hab mit Crony reden. Ja. Wir müssen Dawkins unbedingt finden und aus dem Spiel nehmen. Er ist eine zu große Gefahr. Also wirf deine Sensoren an und suche nach seiner Signatur. Wenn du etwas findest, dann gib mir Bescheid. Starte Ortungsprotokoll. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Wenn wir ihn finden, er uns oder die Skyens ihn. Wir müssen am Ball bleiben. Versuchen wir noch einmal, Cassandra zu kontaktieren. Der Ort, den wir wählten, scheint mir genau der richtige dafür zu sein. Los, mach schon. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. So, Cassandra, so einfach lasse ich mich nicht erwischen. Du musst dir schon etwas anderes einfallen lassen. Analysiere. Okay, pass auf, ich helfe dir bei deiner Analyse. Ich weiß, du und deine Leute setzen auf Unruhen und Uneinigkeit unter den Gemeinschaften der Menschen, damit ihr euer Werk vollenden könnt. Was wäre aber, wenn wir es schaffen könnten, die Streitkraft der Menschen zu vereinen? Analysiere. Würdet ihr dann immer noch so entspannt da oben in Marakor mit eurem Hauptheer sitzen und warten, bis wir euch einkesseln? Unruhen und Uneinigkeiten der Menschen untereinander kalkulierter Parameter. Interessant, das habt ihr also einkalkuliert. Aber wie sieht es mit den einzelnen Individuen aus? Ist ein einzelner Kämpfer, der es schafft, bis in eure innersten Gefilde vorzudringen, überhaupt eine Gefahr für euch? Wo ist deine Urform? Verstehe, Dawkins ist also eine Gefahr. Vermutlich, weil er Dinge weiß, die euren Plan durchkreuzen könnten. Aber eigentlich braucht ihr euch doch keine Sorgen machen. Euer dunkles Elix wird bald alles verseucht haben. Dann habt ihr doch, was ihr wollt, oder etwa nicht? Hohe Reinheit des Trägermediums zur Wandlung der Individuen ist gewährleistet. Mhm. Es sei denn, jemand verunreinigt euer Trägermedium. Oder verdünnt es mit einer ähnlichen Substanz. Verdammt, das Elix-Depot der Alps in Ignadon. Ihr werdet es bald angreifen, nicht wahr? Wer weiß, wie lange jetzt das noch nicht gut geht. Sensoren orten feindliche Einheiten. Ach, verdammt. Warum ausgerechnet jetzt? Habt ihr das jetzt nicht gehört? Krass. Schon erledigt. Commander. Hm. Langsam wird es ungemütlich. Aber wir müssen weitermachen. Ich brauche noch mehr Informationen. Ah, oh, wie du greifst meine Kuratoren bloß wieder an, wenn die freundlich sind. Okay. Alles klar, Jungs. Das sieht sehr entspannt aus hier. Ist halt doch freundlich, oder? Nein? Du nicht. Freundlich ist was anderes. Angreifen, Crony. Crony? Crony? Noch? Okay. Der ist freundlich. Gut, einen haben wir. Blizzard! Echt, zack. So gut ist der Blizzard nicht.
kommt mir der einfache Schlag fast besser vor. Einfacher Eisschlag. Okay, wir versuchen es nochmal. Einen Kurator zu befreunden. Pizza, Kartoffelpfanne. Ja, ein bisschen Brot gibt's wieder. Speiseplan vom Jax. So. Tickens fehlt uns dann noch für den nächsten Eisschlag-Upgrade-Stufe. Geld wird uns auf jeden Fall nicht. Schrott. Schrott fehlt uns auch nicht. Schrottpatronen fehlen uns noch. Lass mal. Mist. Alles klar, Mann? Nein, nicht. Bitte, dann viel besser. Und noch den Down auch noch. Einfacher Eisschlag ist das wahre anscheinend. Moloch haben wir hier. Okay, jetzt haben wir Zeit zum Reden, Kroni. Bleiben wir gleich wieder hier. Dann Moni geht noch weiter. Lass uns noch ein letztes Mal mit Cassandra sprechen. Gleicher Ort, gleiche Methode. Ich meine, der Blitz kann ja nicht ständig an derselben Stelle einschlagen. Ah, good times the charm. Mach es noch einmal. Kontaktiere Cassandra. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. Also, wo waren wir? Analysiere. Ja, richtig. Wir waren bei eurem Trägermedium, das dunkle Elex. Wie kann man den Wandlungsprozess, wenn er einmal angestoßen wurde, wieder umkehren? Meine Analyse deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten. Das sagtest du schon einmal. Moment, ich verstehe. Du weißt überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert. Du hast keinen blassen Schimmer, nicht wahr? Jetzt wird mir einiges klar. Du bist keine Kontrolleinheit. Du bist ein ausführendes Organ, eine Marionette der Skyens. Sie haben dich programmiert und sie kontrollieren auch deine Prozesse, ist es nicht so? Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Natürlich. Es sind eure Wissenschaftler. Sie fragen sich, warum ich nicht schon längst eine ihrer Kreaturen geworden bin. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum sie Dawkins finden wollen. Sie fürchten bei ihm eine noch stärkere Resistenz gegen das dunkle Elex. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Wer hat dir den verdammten Auftrag gegeben, nach uns zu suchen? Wer will uns Anomalien auf seinem Seziertisch? Analysiere. Wer hat dich programmiert? Wer ist der Drahtzieher, den du dienst? Analysiere. Nenn mir seinen Namen. Sensoren orten feindliche Einheiten. Natürlich tun sie das. Scheiße. Sag ich ja, das macht besser. Besseren Schaden hier. Bis dann. Nein, nicht schießen auf mich. Wo ist deine Urform? Oh, wo kommst du her? Bist du die Urform? Oh je. Dann fliegen wir auch noch. Krass.
Komm schon, Hescher, du schaffst ihn. Hescher, ui! Ach, guter Typ. Ach. Nee, Kroni, das ist auf unserer Seite. Hör endlich auf. Boah. I'm tripping. Krass. Ich scheiße, Ella. Mit ihren Zückungen am Schluss immer. Sensoren empfangen keine Signaturen der Kontrolleinheit 0. Cassandra hat sich zurückgezogen. Ich war ihr wohl zu unfreundlich. Na, dann aktiviere mal wieder deine Sicherungsbolzen, Kleiner. Ich denke, wir haben, was wir kriegen konnten. Positiv. Viel war es ja nicht, aber immerhin, ich weiß jetzt, was uns noch fehlt, bevor wir den Skyens in Marakor die Stirn bieten können. Sensoren empfangen ein schwaches Signal aus Richtung Betara. Der Former übermittelt Kontaktdaten. Eine Nachricht der Skyens? Wie lautet sie? Prinzipal Tayak erwartet die Ankunft der zweiten humanoiden Anomalie in der Kommandozelle von Betara. Ach was. Eine Audienz bei einem der Obersten der Skyens? Sieh an. Wir haben die Herrschaft neugierig gemacht. Weitere Datenpakete werden übermittelt. Abschottung aktiv. Ja, richtig. Lass mal deine Sicherungsbolzen aktiviert. Die Mistkerle werden nun wieder versuchen, dich zu übernehmen. Bevor ich nicht mit diesem Prinzipal Tayak gesprochen habe, lässt du dein Visier besser geschlossen. Positiv. Wir müssen uns jetzt erst einmal um uns selbst kümmern. Ich brauche jetzt jeden guten Kämpfer an meiner Seite. Empfehle Überprüfung der Loyalität der Waffengefährten. Oh je. Ich fürchte, das sollte ich tatsächlich machen, bevor wir in die Schlacht ziehen. Ich kann mir jetzt keine Schlappe oder Verrat mehr leisten. Danke für den Hinweis, Kleiner. Stand by. Das kann ja was werden. Zittert noch immer. Bis ans Ende mit Kaya. Bis ans Ende mit Nasty. Bis ans Ende mit Fox. Okay, verstehe. Die hassen mich doch alle. Ich spüre Foxes Verrat schon. Das kann schon sein. Haufenweise Missionen. Zuerst. Sind wir überhaupt bei uns im Lager? Nee, sind nicht. Machen wir den Dürer zuerst. Muss sowieso daher. Jo. Was brauche ich für mehr Essschlag? Beides. Beides. Das ist nicht gut, das schaffen wir gar nicht. Yep. Das dauert noch ein paar Level. Mal schauen, was ich mir sonst noch leisten kann. Diese Sachen. Die wären auch nicht schlecht. Zu wenig Intelligenz. Das brauche ich nicht. Ja. Dann mal Lebenspunkte. Danke, Mann. Danke. Wow. Myra direkt um die Ecke. Sie ist wieder irgendwo. Wahrscheinlich ist sie tot. Such Ronny. Au! Oh wie. Ah, Mist. Wirklich. Warum ist sie noch immer da auf der Klippe oben? Verdammt, Myra. Ob sie jetzt springen wird? Hatten wir dieses Gespräch nicht schon mal mit ihr?
Biest hinter dir, Mädel. Sag ich ja, das ist die wahre Zukunft. Eisschlag bis zum Tod. Sehr effektiv. Okay. Der Krieg wird bald seinen Höhepunkt erreichen. Wirst du auch dann noch mit mir kämpfen? Ich bin noch nicht so kampferprobt, dass ich mit Sicherheit sagen könnte, dass ich das überleben werde. Aber ich werde es versuchen. Ich folge dir in die Schlacht nach Marakor. Sehr schön. Vielen Dank für dein Vertrauen. Abwarten. Es wird sich noch zeigen, ob es auch gut für uns beide endet. Ein Gefährte von der Liste abgehakt. Weiter so. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ach, nicht so schlimm. Was haben wir hier noch? Andere Gefährten. Wirklich? Das wird doch nicht einfach so sein, dass wir einfach nur mit denen kurz reden. Nein, hat es ja. Dann reden wir mal mit allen. Der Rest ist ja einfach alles im Lager. Der Bastion. Warum ist da ein Drache? Leute, wir werden angegriffen. Ich hab da den Shotgun-Schuss verfehlt. Warst nicht du, Bulli, oder? Es gibt Minuspunkte. Bulli. Ups, nein. Stecken die Fäuste. Wen haben wir da zuerst? Nehmen wir Fox zuerst. Wir brechen bald nach Marakor auf. Wirst du mir bis dahin folgen? Marakor? Bist du wahnsinnig? Auf keinen Fall. Oh. Mann, dich kann man ja gar nicht mehr so richtig verarschen. Klar bin ich dabei. Was auch sonst. Mach dir da mal keine Sorgen. Noch ein Gefährte. Oh. Weiter so. Oh. Wo ist mein Liebling? Es dauert nicht mehr lange, dann gehen wir in Richtung Marakor. Du kommst doch mit uns, oder? Ja, natürlich. Die Kultur der Skyans birgt eine Menge Geheimnisse, die es zu lösen gilt. Ich danke dir. Das weiß ich zu schätzen. Ebenfalls. Ein weiterer Gefährte von der Liste, den ich abhaken kann. Weiter so. Ich glaube, ich muss Krone behalten im Team. Wo ist der Rest hier? Wir ziehen bald in den Krieg gegen den Feind. Bist du dabei? Was denn? Du willst den ganzen Spaß für dich allein? Das kannst du vergessen. Natürlich gehe ich mit. Freut mich zu hören. Ach, komm mir jetzt nicht mit Sentimentalitäten. Davon kriege ich immer Sodbrennen. Ein Gefährte von der Liste abgehakt. Weiter so. Ja. Wir stehen kurz davor, gegen den Feind zu ziehen. Wie weit wirst du mit mir gehen? Du weißt, ich stehe auf die ganz große Scheiße. Das Gemetzel in Marakor werde ich mir nicht entgehen lassen, egal was kommt. Sehr schön. Nee, schön wird das hoffentlich nicht. Noch ein Gefährte. Weiter so. Die Menschen legen alle ihre Hoffnungen in deine Hände. Und da sind sie auch gut aufgehoben, wenn du mich fragst. Du bist ein guter Mensch, Jax. Mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Wo kommt das denn her? Bald ziehen wir in den Krieg. Wirst du auch dann noch an meiner Seite kämpfen? Das hast du jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Doch.
Ich muss doch wissen. Ach, halt die Klappe. Natürlich werde ich an deiner Seite bleiben. Was sollte ich denn auch sonst tun, du Idiot? Geht's dir gut? Ja, ja, geht schon. Wir sollten umsichtig sein und dürfen nicht vergessen, dass wir alle auch nach dem Krieg auf demselben Planeten leben müssen. Silberidiot. Kein Level Up davon. Mist. Was haben wir sonst noch? Ja, komm. Unruhen und Einigkeiten. Verschaffen wir uns einen Überblick über unsere Aufgaben, die vor uns liegen. Stand by. Ekrom braucht meine Unterstützung im Krieg gegen die Skyans. Ich muss störende Unruheherde in den Ländern der freien Menschen eindämmen. Die sechste Macht muss in Ruhe arbeiten können. Vor allem die schlimmsten Probleme, die meine Gilde hat, müssen geklärt werden. Wir brauchen jetzt einen klaren Kopf. Ein Prinzipal namens Tayak will, dass ich zu ihm in den Forma Betara gehe. Ich muss vorsichtig sein. Ich weiß noch nicht, ob es eine Audienz bei einem der obersten Skyans wird oder nur ein plumper Versuch, mich in eine Falle zu locken. Es ist an der Zeit, Dawkins aus dem Spiel zu nehmen. Je schneller, desto besser. Gib mir sofort Bescheid, wenn du seine Signatur gefunden hast. Positiv. Zu guter Letzt müssen wir Cassandra dazu bringen, die Pforte zum Hauptforma zu öffnen. Das wird noch schwierig genug. Also lass uns weitermachen. Wir haben noch eine Menge vor uns. Stand by. Wir sollten uns jetzt den schlimmsten Störfaktoren in den Ländern der freien Menschen widmen. Red. Kontrolliert durch den Zentralrechner Cassandra richten sich immer wieder zahlreiche Kampfmaschinen und andere Robots gegen die Menschen. Für uns Kleriker ist es eine heilige Pflicht, dass wir uns um die Dinger kümmern. Ich sollte dringend mit Judikator Reinhold darüber sprechen. Positiv. Okay, dann mal los. Die Zeit läuft. Dann da oben sehr. Oh, viel reden. Reini. Mal schauen, was er sagt. Wie ist der Stand der Dinge bei diesen Hackerangriffen des Feindes? Leider bekomme ich hier sehr viele Berichte über Fehlfunktionen unserer eigenen Maschinen herein. Die Skyans setzen unsere eigenen Robots jetzt offenbar nicht nur gegen uns ein, sondern auch gegen die anderen Gemeinschaften. Diese Maschinen können wir also abschreiben. Wir sollten sie vernichten. Wo sind sie jetzt? Eine Menge ist gerade dabei, Gebiete von Karakis zu säubern. Viele von ihnen sind in Tavar und greifen dort alles an, was sich bewegt. Viele ziehen in Richtung Marakor. Die Skyans verstärken mit ihnen offenbar die Verteidigung ihres Landes. Wenn du noch irgendwelche Kapazitäten frei hast, solltest du sie dort einsetzen. Sonst werden wir alle im Schleier der Legenden verschwinden. Ich weiß, dass du im Krieg gegen die Skyans noch eine Menge anderer Sorgen hast. Doch wenn wir überleben wollen, bist du unsere beste Option. Oh, er nutzt draußen. Nutzlosen Kleriker. Haben alles auf Maschinen gesetzt und jetzt kann ich die ganzen Maschinen überall vernichten. Na verdammt. Ja, ich gehe alles verkaufen, was ich habe und dann mache ich eine Maschinentötfolge. Yay! Peace out.